Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten Online-Veranstaltung heute Abend zum Thema Urlaubsträume des Sozialismus mit Daniela Spiegel, Professorin Daniela Spiegel, die hier schon neben mir sitzt und die ich dann auch gleich im Anschluss vorstellen werde. Wir sind immer noch in der Situation, dass wir leider keine Präsenzveranstaltungen anbieten können. Deshalb sind Sie über den Bildschirm zugeschaltet, können sich aber trotzdem gerne an der Diskussion beteiligen, die wir im Anschluss an die Buchvorstellung, hier unten steht es schon, durchführen werden und in die Diskussion auch gehen möchten. Sie können uns gerne gleich zu Beginn, sobald Sie eine Frage haben während des Referates, die an die Kommentarfunktion von YouTube schreiben und meine Kollegin wird die dann entsprechend nachher in der Diskussion mit nach vorne reichen und wir versuchen die natürlich auch mit zu beantworten und in unser Bühnengespräch, was wir dann führen werden, mit einzubauen. Mein Name ist Sören Marotz, ich moderiere das heute Abend ein Stück weit, bin Ausstellungsleiter hier im DDR-Museum und würde schon mal im Vorhinein um Entschuldigung bitten, falls es hier und da mal knackt oder rauscht. Für uns ist das rein digitale Format auch neu, wie für viele andere auch. Sehen Sie es uns nach, wenn es vielleicht hier und da mal ein Stück weit ruckelt. Die ganze Veranstaltung heute findet in unserer Reihe Orte der DDR statt, die wir in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner durchführen. Schon seit 2018 haben wir circa eine Veranstaltung pro Quartal, in denen wir uns räumlichen Fragen, städtebaulichen Fragen, architektonischen Fragen widmen, so wie eben auch heute Abend. Und heute Abend, Stichwort, wie stellen wir uns den Abend vor? Da würden wir ganz klassisch, nachdem ich Frau Professor Spiegel mit ihrer Biografie vorgestellt habe, in den Vortrag einsteigen, also das Buch quasi präsentiert als Vortrag und dann im Anschluss an die, in die Diskussion einsteigen. Wie gesagt, gerne mit Ihren Kommentaren, die Sie uns auf YouTube schreiben können und damit dann hoffentlich einen netten Abend und auch eine würdige Buchvorstellung begehen. Professor Daniela Spiegel ist Architekturhistorikerin und ihr Forschungsschwerpunkt ist die Architektur- und Städtebaugeschichte des 20. Jahrhunderts. In Zusammenarbeit kann man nicht sagen, sondern in Forschungsschwerpunkt Denkmalpflege auch. Sie hat ursprünglich Kunstwissenschaft, klassische Archäologie und italienische Literaturwissenschaft sowie Denkmalpflege in Berlin und Rom studiert. Bei den Geisteswissenschaftlern ist das immer ein bisschen länger von der Reihenfolge oder von der Anzahl der Studienfächer. Und als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet historische Bauforschung an der TU Berlin promoviert über Neustadtgründung des italienischen Faschismus und anschließend gelehrt und geforscht auf der Professur für Denkmalpflege und Baugeschichte an der Bauhaus-Universität in Weimar, wo sie auch wohnt und also ihr Lebensmittelpunkt hat gewissermaßen jetzt zu Corona-Zeiten sowieso, wie sie mir gerade im Vorgespräch gesagt hat. Aber ganz wichtig, hat sich 2019 mit einer Arbeit habilitiert, Promotion haben wir schon hinter uns, mit über die Urlaubsträume des Sozialismus, die hier in gedruckter Form vor uns steht, zur Geschichte der Ferienarchitektur in der DDR. Im letzten Jahr erschienen, in der Diskussion kommen wir vielleicht auch drauf, wie Sie es überhaupt schon präsentieren konnten, das Buch, würde uns natürlich und Sie vielleicht ja auch am Bildschirm interessieren. Und seit 2019 lehrt sie auch als Professorin für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Hochschule Anhalt in Dessau. So viel vielleicht zur Vorrede, zum zeitlichen Ablauf vielleicht noch. Wir haben uns gedacht, so eine circa Dreiviertelstunde per Vortrag das Buch vorgestellt zu bekommen, den Inhalt vorgestellt zu bekommen. Wir reden ja über Inhalte. Und dann
20 Minuten im Anschluss, wir haben ja keine feste Zeitgrenze, ins Gespräch zu kommen, eben wie gesagt auch gerne mit Ihren Fragen. Mir bleibt es jetzt an der Stelle nur übrig, Bühne frei zu sagen für Sie, liebe Frau Spiegel, und ich verdrücke mich mal in das Backstage. Gut, ja, herzlichen Dank, lieber Herr Margotz, und ich setze jetzt mal meine Brille auf, damit ich auch besser sehe, was ich Ihnen gerne erzählen möchte. Ich freue mich natürlich sehr, Ihnen heute meine Publikation zur Geschichte der Ferienarchitektur in der DDR vorzustellen, die vor einigen Monaten, wie Herr Marotz schon gesagt hat, im Wasmuth und Zohlen Verlag in Berlin erschienen ist. Das Buch ist aus einer langjährigen Forschung hervorgegangen, im Rahmen meiner Habilitation, die ich an der Bauhaus-Universität Weimar gemacht habe, und sie trägt den Titel Urlaubsträume des Sozialismus, wobei das T eben in Klammern gesetzt ist, weil es sowohl um Urlaubsträume als auch um Urlaubsräume geht. Die Deutsche Demokratische Republik war für ihre Einwohner nicht nur das Land, in dem sie lebten und arbeiteten, sondern auch das Land, in dem sie ihre Ferien machten. Denn nicht zuletzt aufgrund der rigiden Reisebestimmungen, die Auslandsreisen streng reglementierten und nur in ausgewählte sozialistische Bruderstaaten ermöglichten, verbrachten mehr als 3/4 der DDR-Bürger ihren Urlaub im eigenen Land. Dessen ungeachtet war das Recht auf Urlaub jedes Werktätigen ein elementarer und von Beginn an auch verfassungsrechtlich verankerter Bestandteil des sozialistischen Staates. Das Erholungswesen diente stets auch der staatlichen Repräsentation der Bürger wie auch den Besuchern der DDR, die Fürsorge des Staates und die Überlegenheit des Sozialismus vor Augen führte. Der staatlich und gewerkschaftlich organisierte Urlaub war Teil eines Propagandamodells für eine neue sozialistische Gesellschaft. Und deshalb erfolgte die Beherbergung nicht primär in Hotels oder Pensionen, sondern in sogenannten Ferienheimen und auch Urlaubersiedlungen, die beide den kollektiven Aspekt des in Gemeinschaft verbrachten Urlaubs betonten. Als Hauptträger des staatlichen Erholungswesens fungierte, Sie sehen es hier im Bild, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, der einen eigenen Feriendienst unterhielt, der bereits 1947 gegründet worden war. Aber natürlich schufen auch Betriebe und Kombinate unzählige Erholungseinrichtungen, um der enormen Nachfrage an Ferienplätzen zu entsprechen. Also insgesamt handelt es sich hier bei diesem Buch um ein Überblickswerk, das die Entwicklungsgeschichte der Ferienarchitektur in der DDR chronologisch, aber eben auch thematisch nachzeichnet. Das Ganze ist gegliedert in 5 Kapiteln, beginnt quasi aber vorher noch mit einem Prolog, wo ich ein bisschen die Ursprünge der Ferienarchitektur in Deutschland vorstelle. Dann steigt man ein quasi in die DDR-Zeit, in die 50er Jahre, und ich habe das Kapitel genannt Auf der Suche nach der Form, weil das Ferienheim ja ein neuer Gebäudetypus auch war und da sich die Frage stellt, wie sieht das eigentlich aus, woran orientiert man sich da? Und anschließend geht es in Kapitel 2, das Auf zu neuen Ufern heißt, um dieses große Thema der Urlaubersiedlungen, aber auch um die Erschließung von neuen Erholungsgebieten und die ersten Versuche der Typisierung im Bauwesen, was die für Einflüsse dann auch auf das Erholungswesen hatte. Kapitel 3, ein ziemlich großes Kapitel, nennt sich Ulbrichts große Visionen. Auch da, Sie merken es, ist man noch in den 60er Jahren verhaftet. Und es geht darum, sozusagen, was für großmaßstäbliche Projekte in den 60er Jahren unternommen worden sind, um Ferienangebote machen zu können, auch ein bisschen, auch ein Stück weit, in welche Richtung man als Vorbild schaute, in welche anderen Länder. Denn das ist mir sehr wichtig gewesen bei der Forschung, dass man nicht sich primär alleine auf die DDR fokussiert, sondern immer guckt, wo steht das eigentlich auch in einem europäischen Kontext. Was bauen die in den anderen Ländern zurzeit? Wie kann man die DDR da einordnen, sowohl diesseits als auch jenseits des Eisernen Vorhangs? Kapitel 4 ist dann Honeckers real existierender Urlaub, so habe ich das benannt, und zeigt also, wie es anschließend nach dem Machtwechsel weitergeht auf verschiedenen Ebenen.
Und letztendlich haben wir dann mit Kapitel 5 noch einen Blick in die Ferienheime sozusagen, denn hier geht es um die Ausgestaltung der Urlaubsträume, das heißt einerseits um die Raum- und Freizeitprogramme drumherum, aber vor allen Dingen auch um die Interieurs. Das Ganze schließt, wenn man einen Prolog hat, natürlich auch mit einem Epilog, und der Epilog widmet sich dem Nachleben dieser Ferienheime, das heißt dem Umgang nach der Wende. Keine Sorge, ich werde Ihnen nicht das ganze Buch heute Abend vorlesen, sondern versuche sozusagen ein paar kleine Einblicke zu geben und dabei immer wieder sozusagen auf den Ausgangspunkt auch meiner Forschungsfrage zurückzukommen, nämlich wie der bauliche Erlebnisrahmen des gewerkschaftlich gesteuerten Urlaubs in der DDR eigentlich konstruiert und wie der auch gestaltet wurde. Also das heißt, was für Arten von Urlaubsarchitektur gab es eigentlich, wie haben die sich entwickelt über die 4 Jahrzehnte der DDR und was wurde den Urlaubern eigentlich so baulich geboten? Das heißt, kurz gesagt, war die Ferienarchitektur der DDR mehr als die Platte am Strand oder auf dem Berg? Prinzipiell einschränken möchte ich noch erwähnen, dass ich mich in dieser Arbeit auf die gewerkschaftlichen Tourismusbauten fokussiert habe. Also betriebliche Anlagen wurden zum Teil mit einbezogen, auch ebenso Interhotels habe ich mit betrachtet, aber alles, was noch dazu gehört, ansonsten wie Campingplätze, also das ganze große Thema des Campingurlaubs, das habe ich nicht behandelt. Und ich werde jetzt eben im Folgenden so kleine Einblicke in diese Kapitel geben. Zunächst startete der Feriendienst mit ganz wenigen Altbauten, die dem FDGB von der sowjetischen Militäradministration übereignet worden waren. Dazu kamen enteignete Schlösser, Herrenhäuser, Pensionen und Hotels, was entsprechend propagandistisch instrumentalisiert wurde und als rechtmäßige Aneignung durch die ehemals unterdrückte Arbeiterklasse dargestellt wurde. Teil der Propaganda war auch, Erholung und Arbeit in einen gegenseitigen Begründungszusammenhang zu setzen. Denn tatsächlich wurde ganz am Anfang, also ich spreche hier noch von Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre, die Vergabe von besonders begehrten Ferienplätzen an die Leistungen der Werktätigen gekoppelt. Und damit einher ging eine staatliche Umdeutung des Urlaubs, der eben keinesfalls als Flucht vor dem Alltag gelten durfte, sondern im Gegenteil als Ergänzung zum Alltag und Arbeitswelt. Und angesichts des schnellen Wachstums reichte der Immobilienbestand bei weitem nicht mehr aus. Also ganz schnell wurden immer mehr Gewerkschaftsmitglieder, wollten auch in den Urlaub fahren und hatten ein Recht darauf. Und der FDGB hatte immer dieses große Kapazitätenproblem. Und das heißt, mit den Altbauten kam man nicht mehr zurande. Man fing an, Neubauten zu errichten. Und das tat man zunächst in den traditionellen Tourismusregionen. Das heißt, an der Ostsee, im Harz, im Thüringer Wald und im Erzgebirge. Hier mal ein Beispiel, wie sowas aussieht aus den frühen 50er Jahren. Und dabei möchte ich auf zwei Aspekte hinweisen. Zum einen die typologische Nähe zum Krankenhaus- und Sanatoriumsbau des frühen 20. Jahrhunderts. Ich habe schon gesagt, das Ferienheim, das war ein neuer Bautypus. Und das ist immer die Frage, woran orientiert man sich? Am klassischen Grand Hotel oder aber an was anderem? Und hier gibt es eben diese deutlichen Bezüge zum Sanatoriumsbau. Das zeigt sich hier in diesen sanft geschwungenen Bettenhäusern und diesen freitragenden Balkonen, die als Liegebalkone gedacht waren, dass sich eben der Arbeiter dort auch erholen kann, auch wirklich physisch erholen kann und die Sonne genießen kann, die er so und der Arbeit eben nicht genug davon bekommt. Ansonsten muss man aber auch dazu sagen, dass diese Bauten eine für die frühe Phase der DDR-Architektur typische stilistische Bandbreite zeigt. Also hier haben wir ein Beispiel, Gernrode im Harz ist das. Hier sieht man deutlich die entwerferische Nähe noch zum neuen Bauen der 20er Jahre. Es gibt aber auch solche hier, die sind quasi zeitgleich gebaut worden. Und dieses Erholungsheim hier in Friedrichsroda im Thüringer Wald orientiert sich viel mehr so am Repräsentationsbau, hier in diesem axialsymmetrischen Aufbau im Sinne des sogenannten sozialistischen Klassizismus. Aber auch hier haben wir wieder diese Liegebalkone, die sich dazwischen diese Baukörper spannen. Also von diesen Bauten werden einige errichtet, das sind
so eine Handvoll, möchte ich mal sagen. Und weiter ist dann die Überlegung, wie man voranschreitet im Erholungswesen. Und Anfang der 60er Jahre, also noch vor dem Bau der Mauer, begann die DDR mit der strategischen Planung und dem Ausbau des Erholungswesens. Schnell wurde klar, dass bei dem weiter ansteigenden Inlandstourismus, die Mauer wurde ja auch gerade eben gebaut, die traditionellen Urlaubsregionen Ostsee, Harz, Thüringer Wald und Erzgebirge bald an ihre Grenzen gelangen würden. Vor allem für die jetzt schon touristisch überlastete Ostseeküste wurden Alternativen gesucht. Und vorgeschlagen wurde unter anderem der Ausbau der Mecklenburger Seenplatte, die bis dato touristisch kaum erschlossen war. Gesagt, getan, bereits 1962 eröffnete in Klink an der Müritz die erste FDGB-Urlaubersiedlung namens Völkerfreundschaft. Wie der Name und das Luftbild deutlich zeigen, wurde hier ein neuer Bautypus realisiert. Das war kein einzelnes Ferienheim mehr, sondern das war eine komplexe Anlage von Bungalows mit einem Gemeinschaftshaus, das für die Verpflegung und die gesellschaftlichen Einrichtungen zuständig war. Und für diese erste Anlage, die wir hier haben, wurde vom Entwurfsbüro des VEB Hochbauprojektierung Neubrandenburg ein spezieller Typ an Bungalows entworfen, der Typ Waren, der aus vorgefertigten Elementen in Leichtbauweise errichtet werden konnte. Und solch typisierten Standardbungalows wurden anschließend in vielfacher Form entworfen. Sie fanden auch in Kleingartenanlagen oder Wochenendsiedlung verwendet. Ich nehme an, Sie alle haben da was vor Augen. Die Entscheidung, Urlaubersiedlungen zu bauen, wurde hauptsächlich durch zwei Faktoren bestimmt. Der erste war rein wirtschaftlich, denn solche Bungalowanlagen waren viel schneller und viel einfacher zu errichten als feste Unterkünfte. Zudem ging der FDGB meistens sogenannte Interessengemeinschaften mit Betrieben ein. Das bedeutete, dass der Gewerkschaftsbund das Grundstück kaufte, aber die Betriebe übernahmen die Bauausführung. Und im Gegenzug dafür erhielten sie einen festen Prozentsatz, so zwischen 50% und 70%, an Ferienplätzen zugesichert. Der zweite Faktor betraf eine inhaltliche Neujustierung. Denn in den Anfangsjahren war das Hauptziel des Feriendienstes rein praktisch auf die Wiederherstellung und Erhaltung der vorwiegend männlichen Arbeitskraft fokussiert. Und im Zuge der zunehmenden Beschäftigung auch der weiblichen Bevölkerung wurden natürlich dann auch immer mehr Frauen urlaubsberechtigt und die wollten dann gemeinsam in Urlaub fahren und zwar nicht nur das Ehepaar, sondern die ganze Familie. Aber es gab noch gar keine Ferienplatzvergabe an ganze Familien. Das hatte ein Stück weit auch ideologische Hintergründe, weil die Familie als in sich geschlossene, gewissermaßen abgeschottete Einheit mit der Idee der umfassenden sozialistischen Gemeinschaft kontrastierte. Also ich spreche jetzt hier von dieser frühen Zeit. Denn mit dem Argument, der Kinderlärm sei der Rekreation der ruhebedürftigen Werktätigen abträglich, forcierte der FDGB anfangs die Unterbringung der Kinder in eigenen Ferienlagern, was zum einen der Einsparung von Kapazitäten dienlich war, zum anderen der generellen Tendenz des Staates entsprach, familiäre Funktionen auszulagern. Das hat aber so nicht funktioniert, denn da die Gewerkschaftsmitglieder vom FDGB nahezu einforderten, den Urlaub gemeinsam mit ihren Kindern zu verbringen, kann man diese Urlaubersiedlungen hier durchaus auch als eine Reaktion darauf verstehen. Hier diese familienkompatiblen Bungalows sind quasi der Versuch, dem Wunsch nach individuellerer, familiengebundener Gestaltung der Ferien entgegenzukommen. Auch für diese landläufig als Finnhütten bekannten Ferienhäuser wurden im Laufe der 70er Jahre etliche Typenvarianten geschaffen. Die erfreuten sich auch großer Beliebtheit und wurden von Betrieben wie auch Privatpersonen republikweit aufgestellt, sodass sie heute als typisch für die DDR gelten, wenngleich sie überall auf der Welt anzutreffen sind. Die Urlaubersiedlungen waren ein wichtiger Teil, aber sie waren auch nur ein kleiner Teil des gewerkschaftlichen und betrieblichen Urlaubs. Um das Kapazitätsproblem zu lösen, brauchte die DDR großmaßstäbliche Projekte, am besten in typisierter Bauweise. Und da holte man sich Anregungen aus anderen Ländern. Und
In Bezug auf die Entwicklung solcher Typen und auch hinsichtlich der Erholungsplanung insgesamt schauten die Planer der DDR bewundernd zu den sozialistischen Bruderstaaten an der Schwarzmeerküste, denen gegenüber man sich hier als durchaus rückständig empfand. Und tatsächlich, das muss man schon sagen, Bulgarien und Rumänien waren Anfang der 60er Jahre international Vorreiter bei der touristischen Entwicklung, vor allen Dingen was den Sozialtourismus anging. Im Unterschied zur DDR wurde dort der Tourismus als Wirtschaftszweig begriffen. Und die so eingespielten Devisen wurden dann zur Kofinanzierung des Sozialtourismus benutzt. Und dann gab es so eine Delegation, die da hingefahren ist von DDR-Planern und sich das angeschaut haben. Und von diesem Beispiel, was Sie hier sehen, waren sie besonders beeindruckt. Das ist der sogenannte Komplex der 10.000 Betten im rumänischen Mamaia, der gänzlich in typisierter industrieller Bauweise realisiert worden war. Dem versuchte die DDR nicht nur nachzueifern, sondern sie nahm sich vor, dies noch zu übertreffen. Ende der 60er Jahre, als auch die großen städtebaulichen Projekte der sozialistischen Zentrumsgestaltungen liefen, also Alexanderplatz, Prager Straße in Dresden, der Leipziger Universitätscampus, da begannen die hochstrebenden Planungen zur Schaffung eines, so hieß es, ersten sozialistischen Seebades, das 20.000 Betten umfassen sollte. Also sozusagen die sozialistische Variante von Prora, aber auch eben die Verdopplung des rumänischen Komplex der 10.000 Betten. Und das war so die Idee, damit kriegen wir endlich unser Kapazitätsproblem in den Griff. Der Entwurf, den ich jetzt Ihnen hier zeige, von Schabe Nord, also das Ganze sollte auf Rügen stattfinden, auf diesem schmalen Streifen zwischen Glowe und Julius Ruhm, zeigt die städtebaulichen Ähnlichkeiten zu den gezeigten Beispielen an der Schwarzmeerküste. Also wir haben hier typisierte Hochhausbettentürme, die sich mit Flachbauten jeweils abwechseln, und umfangreiche Freizeitmöglichkeiten waren vorgesehen, Tennisplätze, ein Meerwasserwellenbad, Kegelbahn, Tanzlokale, auch ein Yachthafen, allerdings natürlich nur am Bodden und nicht an der tatsächlichen Ostseeseite. Und hierfür, das, was ich Ihnen hier zeige, das ist das Ergebnis, das erweiterte Ergebnis eines Wettbewerbes, der gewonnen worden war von einem Planungskollektiv des Bezirks Rostock. Dann aber wurde er nochmal modifiziert von einer Experimentalwerkstatt, nannte sich das. Das war eine Einrichtung der Bauakademie, die von Hermann Henselmann geleitet wurde. Und Hermann Henselmann war ja seinerzeit sozusagen, könnte man sagen, Ulbrichts Chefdirigent für alle städtebaulichen Vorzeigeprojekte. Und er hat sich auch hier mit aktiv eingebracht und diesen Entwurf maßgeblich mit beeinflusst. Städtebaulich und architektonisch war dieses Projekt, wenn es denn realisiert worden wäre, absolut auf der Höhe der Zeit, wenn man das mit zeitgleichen Tourismusprojekten in Ost- und Westeuropa vergleicht. Aber für den FDGB war es letztlich, muss man sagen, eine Nummer zu groß, sowohl was die Baukapazitäten als auch die Finanzierung anbelangt. Dementsprechend ist das nicht realisiert worden. Stattdessen wurden etwas kleinere Brötchen gebacken und mit Einzelprojekten die Typisierung im Ferienheimbau vorangetrieben. Das, was Sie hier sehen, das ist ein Ferienheim, das als Erweiterung der Urlaubersiedlung Klink entstand. Und das wurde aus einem Wohnungsbautypenprojekt in Dessau und Halle entwickelt und sollte anschließend dann in Serie gehen. Allerdings wurde es nur ein einziges Mal nochmal im Erholungswesen verwendet, 10 Jahre später in Templin und da auch nur in deutlich modifizierter Form. Aber was ganz interessant ist, ist hier diese städtebauliche Figur einer Y-förmigen Anlage. Und dass die auf der Höhe der Zeit war, zeigt ein Blick auf die andere Seite der Mauer, wo ganz ähnliche Projekte innerhalb der Tourismusarchitektur realisiert wurden, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Ende der 60er Jahre wurde die westdeutsche Ostseeküste für den Massentourismus erschlossen. Und der Motor für diesen touristischen Bauboom war die sogenannte Zonenrandförderung. Damit wurden privatwirtschaftliche Projekte, also zur Steuerabschreibung muss man sagen, in Regionen subventioniert, die aufgrund ihrer grenznahen Lage unter Abwanderung und wirtschaftlichen Einbrüchen litten. Und zwischen 1969 und 1973 wurden in diesem Zonenrandgebiet 50.000 Betten geschaffen. Allein 30.000 Betten an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Gebaut wurden auch hier keine Hotels, sondern sogenannte Ferienparks.
Das waren Apartmentkomplexe mit einzelnen Ferienwohnungen, die dann an Familien verkauft wurden. Und wie die Bilder zeigen, waren die westdeutschen Feriengroßbauten durchaus vergleichbar mit den Ferienheimbauten der DDR. Sie waren ein bisschen größer, aber es ist ganz, ganz ähnlich. Diese vielgeschossigen Baukörper, vorgelagerte Flachbauten für die Gemeinschafts- und Versorgungseinrichtungen. Und was ich ganz interessant finde, ist das obere Bild, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen runter lässt, dann sieht man, dass die auch kombiniert wurden mit Bungalowsiedlungen, wie sie in der DDR üblich waren. Und bei diesem Komplex mit dem futuristisch klingenden Namen Damp 2000 handelte es sich sogar um einen Direktimport. Diese 300 Finnhütten hier wurden vom VEB Vereinigte Bauelemente Henningsdorf produziert und von ostdeutschen Bauarbeitern vor Ort montiert. Und von der Ostsee machen wir jetzt einen Sprung in den Thüringer Wald, der nach der Ostsee zweitwichtigsten Ferienregion der DDR. Und hier gehen wir nach Oberhof, weil dort ein weiteres Großprojekt des FDGB gestartet wurde und in Teilen auch realisiert wurde. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg besaß Oberhof eine nicht unerhebliche touristische Bedeutung als Kur- und Wintersportzentrum, vor allem für Rodeln, Langlauf und Skispringen. 1906 bereits gab es die erste Bobbahn und eine Skischanze und seit den 1930er Jahren fanden regelmäßig auch Weltmeisterschaften im Zweierbob und nordischen Kombinationen statt. Und Oberhof war der favorisierte Urlaubsort von Walter Ulbricht. Und das ist der Grund, warum dieser Ort dann auserkoren wurde zum wichtigsten Sport- und Urlaubszentrum der Werktätigen in der DDR, erhoben und auch ausgebaut zu werden. Ziel der Planungen, die ich Ihnen hier im Modellfoto zeige, war der umfassende Ausbau des Dorfes zu einem internationalen Wintersport- und Erholungszentrum. Auch diese Planung verlief auf Ulbrichts Wunsch in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zwischen einem lokalen Büro für, in diesem Fall das Büro für Städtebau des Rates des Bezirks Suhl und Henselmanns Experimentalwerkstatt. Postuliertes Ziel war es, Oberhof zu einem Anziehungspunkt der internationalen Touristik zu machen, sowie in seinem Niveau andere europäische Erholungsorte zu übertreffen. Zitat aus den Unterlagen dieses Büros für Städtebau. Entworfen wurde eine Abfolge von flachen, kristallin geformten Großdachbauten. Dazu gab es dann auch Punkthochhäuser als neue Höhendominanten. Und das Ganze, wie man das hier auf diesem Modellfoto sieht, sollte eine Gesamtskulptur quasi ergeben, dieser Ort. Ein zweites Landschaftsbild, das viel Spielraum zur Assoziation bot. Also Schneekristalle werden da immer mal wieder ins Spiel gebracht, die da so Pate standen für die einzelnen Formen. Das Ganze aber dann dezidiert mit lokalen Materialien, Schiefer, Naturstein und Holzschindeln verkleidet, um auch eben dem international erwarteten Urlaubern die Eigenheiten der thüringischen Kulturlandschaft nahezubringen. Dieser Plan hier kam partiell zur Ausführung. Einiges wurde gebaut, vieles aber auch nicht. Auftakt und architektonischer Höhepunkt der Planung bildete dieser Bau hier, das Interhotel Panorama, dessen spektakulärer Entwurf von einem jugoslawischen Kollektiv stammte. Er bestand aus zwei Bettenhäusern und einem dreigeschossigen Flachbau für Gastronomie und Verwaltung. Und die Bettenhäuser, wie man hier schon auf dem Bild erahnen kann, wurden in Form von zwei aufgeständerten, gegeneinander gestellten Dreiecksformen gestaltet, die gleichermaßen als Fortsetzung des Der Name Panorama ist da so ein bisschen doppeldeutig. Der Bau bietet natürlich Ausblick auf die umgebende Berglandschaft, aber er formt auch das Panorama des Berges neu, um den aus den verschiedensten Gegenden kommenden Gästen in künstlerisch variierter Form die Landschaft nahezubringen, wurden auch hier wieder ortstypische Materialien für die Verkleidung verwendet. Dieser Bau mit diesem Sprungschanzen- und auch Bergmotiv reiht sich ein in den Kontext der sogenannten Architektur parlante, der sprechenden Architektur oder auch Bildzeichenarchitektur genannt, die damals international absolut up-to-date war im Bereich der Ferienarchitektur. Gerade die Dreiecksform oder das Bergspitzenmotiv war
hier sehr beliebt für Ferienheime in den Bergen und Hotels in den Bergen. Man findet sie in der alpinen Tourismusarchitektur in Frankreich, in der Schweiz, aber auch in Polen und Rumänien. Überall sind solche Bauten realisiert worden. Und der zweite Bau, den ich Ihnen aus Oberhof zeige, das ist dieser hier, das Ferienheim Rennsteig. Ursprünglich sollte das ein Verwaltungsgebäude werden, dann ist aber doch Ferienheim als Ferienheim realisiert worden, an dominanter Position im Stadtzentrum. Ebenfalls ein sprechender Baukörper sozusagen, denn das sich konisch nach oben verjüngende Bettenhochhaus hier mit dem monumentalen R unterhalb des Giebels imitierte die Form der historischen Grenzsteine am Rennsteig. Das heißt, die Architektur dieser beiden ortsbildprägenden Bauten, Panorama und Rennsteig, verwiesen gleich auf die beiden touristischen Hauptattraktionen und Identifikationsträger des Ortes, Wintersport und Wandern. Wie gesagt, das wurde nur bruchstückhaft, dieses ganze Landschaftsbild von Oberhof realisiert. Genauso wie die ambitionierten Planungen des sozialistischen Seebads fiel sie der politischen und wirtschaftlichen Weichenstellung zum Opfer, die mit dem Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker einherging. Mit den Beschlüssen des 8. Parteitags der SED im Juni 1971 brach nämlich eine neue Ära an. Im Gegensatz zu Ulbricht, der den Sozialismus immer als ein in der Zukunft zu erreichendes Ziel visionierte, für dessen Erreichen man auch Opfer in Kauf nehmen müsse, waren visionäre Entwürfe wie die von der Experimentalwerkstatt für Honecker keine Option. Der neue Parteichef propagierte den Sozialismus als real existierend. Demzufolge mussten schnelle Erfolge erzielt werden, die die verbesserten Lebensumstände der Bevölkerung bezeugten. Das heißt, das Hauptaugenmerk nach diesem Parteitag ging dann zum Wohnungsbau über. Aber mit großem Elan wurde auch ein umfangreiches Neubauprogramm angestoßen im Bereich der Erholung. Bis 1975 sollten 8.400 zusätzliche Bettenplätze geschaffen werden, durch die zusammen mit den durch die Politbürobeschlüsse dazu gewonnenen Hotelkapazitäten, also man hat also von den Interhotels auch Kapazitäten abgezogen für den Feriendienst, sollten dann also mehr als 100.000 Reisen pro Jahr mehr zur Verfügung stehen. Das Neubauprogramm konzentrierte sich dann auf schnell zu errichtende Typenprojekte, in der Regel mehrgeschossige Bettenhausscheiben, also so zwischen 200 und 600 Betten, die meistens direkt aus dem Wohnungstypenbau übernommen wurden. Also hier so ein Beispiel, wahllos rausgegriffen, vier Bauten, die in diese Zeitphase gehören. Aber ist nicht alles so gewesen. Man hat beispielsweise auch das Bergspitzenmotiv weiter verfolgt, aber jetzt unter den Einschränkungen des industriellen Bauens. Beispiele für solche Dreiecksplatten, wie ich sie mal salopp nennen möchte, sind das am Rennsteig gelegene NVA-Erholungsheim in Frauenwald, das wegen eben dieser Form den Spitznamen Sprungschanzenhaus trug, oder auch das Beispiel, was Sie hier oben im Bild sehen, im Westerzgebirge, das FDGB-Ferienheim Karl Marx. Diese beiden Bauten waren deutlich auf Fernsicht und städtebauliche Dominanz angelegt. Hier geht es wirklich um Ortsbildprägung. Und tatsächlich nahmen viele der großen Objekte, die jetzt gebaut wurden und zum Teil über 1000 Betten fassten, so wie dieses Beispiel hier in Friedrichroda, was jetzt stellvertretend für eine ganze Reihe von Häusern steht, das allerdings ist mit das Größte, die nahmen eine wirklich selbstbewusst städtebaulich prägende Position ein. Das kann man gleichermaßen als Abgrenzung gegenüber dem bestehenden Ort deuten, wie auch als eine Art von Dominanzgeste des Auftraggebers, der zugunsten eines exklusiven Ausblicks die nachhaltige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes billigend in Kauf nahm. Allerdings, das klingt jetzt sehr hart und deshalb möchte ich es ein bisschen einschränken, selbst bei großen Typenprojekten, bei denen der Wunsch nach einer sozialistischen Stadtkrone weit im Vordergrund vor einer zurückhaltenden Integration in das Ortsbild stand, wurde mitunter der Versuch unternommen, den Bauten durch lokale Baumaterialien oder Dachformen einen lokalen Anstrich zu verleihen. Stellvertretend für diese Kategorie zeige ich Ihnen hier diesen Ferienheimtyp, der in drei Mittelgebirgsorten zur Anwendung kam. Einer in Oberhof, dann das andere in Oberwiesenthal und auch nochmal in Suhl.
ähnlich wie der Y-Typ, nur dass es diesmal nur zwei Flügel sind, also ein V-förmiger, zwei Bettenhäuser, die V-förmig zueinander standen und über so einen Kernbau miteinander verbunden waren. Dazu dann wieder der übliche Flachbau, das sogenannte Komplement, wo dann die Gastronomie, Freizeiteinrichtung und Verwaltung untergebracht war. Immer wieder wurden aber auch kleinere Objekte realisiert, bei denen die Architekten versuchten, durch lokaltypische Gestaltungen die Bauten in die Landschaft einzupassen. Die Auseinandersetzung mit der umgebenden Kulturlandschaft war tatsächlich ein wichtiges Thema in der Tourismusarchitektur und auch in der DDR. Auch jenseits der Mittelgebirge und gerade in den 70er Jahren, als die Industrialisierung mehr denn je das Bauwesen dirigierte. Und dahinter stand natürlich auch wieder ein fremdverkehrstechnischer Anspruch, also nämlich das Lokalkolorit der Orte zu bewahren, deren Anschauung neben eventueller sportlicher Betätigung schließlich das Hauptziel der Urlauber war. Und dieses Thema Lokalkolorit und Urlaubsatmosphäre leitet über jetzt zu dem fünften Kapitel, nämlich der Innenausstattung der Ferienheime. Das war ein Bereich, wo zumindest in der DDR weitaus mehr Gestaltungsfreiheit herrschte als im Hochbau. Und hier ist wirklich eine interessante Differenzierung zu beobachten, denn durch die Verwendung von unterschiedlichen Stilen wurden einzelne Erlebnisbereiche voneinander abgegrenzt und somit grundverschiedene Ambiente kreiert. Ausschlaggebend für die Wahl des jeweiligen Stils war die Funktion der betreffenden Räumlichkeiten bzw. die Zielgruppe. Milchbars, Dachcafés und vor allem auch hauseigene Diskotheken, also alles, was sich an ein junges Publikum richtete, erhielten beispielsweise eine dezidiert moderne, dem Zeitgeist entsprechende Formensprache, bei der in der Regel kräftige Farbkontraste und moderne Materialien wie Stahl, Kunststoff und Lacke zum Einsatz kamen. Bei den Speisesälen und Empfangsbereichen, die von allen Gästen gleichermaßen frequentiert wurden, war dagegen eine neutralere Gestaltung gefragt. Hier stand bei der Einrichtung natürlich funktionale Aspekte wie Robustheit, Reinigung und gute Belichtung im Vordergrund, aber man hat auch immer wieder versucht, durch Wandbilder, Reliefarbeiten oder Raumteiler die Gefahr eines Kantinencharakters, sage ich jetzt mal, zu vermeiden. Inhaltlich wurden dabei allgemeine Themen wie Jahreszeiten, Naturelemente und Urlaub angesprochen, wobei zumeist Bezug auf die jeweilige regionale Kultur genommen wurde. Das ist hier gut zu sehen in Oberwiesenthal, wo der Holzbildhauer Hans Brokhage Raumteiler und Hängelüster aus rötlichen, an Metallstäben aufgefädelten Holzkugeln schuf und damit sozusagen eine Metapher schaffte für die im Erzgebirge weit verbreiteten Vogelbären. Raumteiler waren ein sehr oft anzutreffendes Element, das zur Herstellung des gebietstypischen Charakters in Tagescafés oder Restaurants herangezogen wurde. Im Thüringer Wald, wo die Glasbläserkunst eine lange Tradition hatte, waren sie oft aus Glas. Hier ein Beispiel aus Frauenwald. Zu den wichtigsten Bestandteilen der Erlebnisbereiche der FDGB-Ferienheime gehörten kleinere Kneipen und Themenstuben, die mit ihrer Einrichtung und dem gastronomischen Angebot Bezug auf örtliche Folklore nahmen. Ziel war die Schaffung einer gemütlichen oder urigen Atmosphäre. Nicht von ungefähr befanden sie sich daher stets in unbelichteten Räumen in den Untergeschossen des Komplements. Mit ihnen wurden die Ferienheime buchstäblich in der lokalen Tradition verwurzelt. Hier fand jenes Bedürfnis nach Urtümlichkeit und Lokalkoloritbefriedigung, das die Urlauber bei der aufgezwungenen Massenvollverpflegung weder im eigenen Haus noch im Ort selbst ausleben konnten. Inhaltlich nahmen die Stuben überwiegend Bezug auf lokaltypische Kulturtraditionen des jeweils die Region prägenden Gewerbes, Hand- oder Kunsthandwerks. Dabei versuchten die Innenarchitektinnen und auch die beauftragten Künstler, diese Traditionen auf eine zeitgenössische und künstlerische Weise neu zu interpretieren. Hier, wir sind abermals in Oberwiesenthal im gleichen Ferienheim, dort gab es eine Knappenstube mit Steigerzimmer. Und dieser Raum bestach und besticht auch heute noch, das gibt es noch, eine eindrucksvolle Deckenplastik von Klaus Dietl aus dicht an dicht gesetzten verzinkten Regenfallrohren, in die einzelne Leuchtkörper integriert waren und die dem gänzlich unbelichteten Restaurant
mit seinen tiefschwarzen Schieferboden eine ganz eigentümliche Atmosphäre verlieh. Das war jetzt hier die moderne Interpretation eines Silberbergwerks, Stollens, wie es eben im Erzgebirge mit zur Tradition gehört. Die Gestaltung solcher Räume bezog sich mitunter auch auf den beruflichen Hintergrund der Klientel. So gab es im Oberhofer FDGB-Heim Fritz Weineck, das mehrheitlich von den Chemiekombinaten genutzt wurde, einen Alchemistenkeller. Und in dem auf gleichem Grundentwurf aufbauenden Ringberghaus in Suhl, das in Interessengemeinschaft mit der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe entstanden war, gab es dementsprechend eine modern interpretierte Bauernstube. Hier mit dieser Holzlamellendecke, die so in Wellen verläuft und sich auch im Raumteiler fortsetzt und eben Assoziationen zum Auf und Ab einer Waldsilhouette wecken sollte. Zusammenfassend lässt sich feststellen, also dass der Innenausstattung innerhalb der gewerkschaftlichen Ferienarchitektur der DDR ein großer Stellenwert zukam. Im Gegensatz zu dem doch eher beschränkten Gestaltungsspielraum in der Architektur ergaben sich bei der Innengestaltung weitaus größere Entfaltungsmöglichkeiten, die von den beauftragten Innenarchitektinnen und KünstlerInnen auch höchst kreativ genutzt wurden. Sie taten ihr Bestes, um mithilfe künstlerisch ausgestalteter Räume zumindest hier im Inneren die Urlaubsgäste vergessen zu lassen, dass das Grundgerüst des Gebäudes oft das gleiche war wie bei den Wohnbauten, in denen sie lebten. Ihre Aufgabe war es, in den sogenannten Erlebnisbereichen der Erholungsobjekte eine Urlaubsatmosphäre zu generieren. Und das geschah nicht im Sinne einer übergreifenden, immer wiederkehrenden Corporate Identity, wie man das heute von Hotelketten kennt, sondern das Gegenteil wurde versucht, nämlich dem Typenbau eine individuelle Identität zu schenken, die spezifisch auf den Urlaubsort zugeschnitten war. Soweit also erstmal dazu. Ich möchte aber Sie jetzt zum Ende noch ein paar Gedanken mit Ihnen teilen zum Nachleben der DDR-zeitlichen Ferienarchitektur, denn das finde ich immer sehr wichtig zu gucken, was ist denn eigentlich daraus geworden. Und diese beiden Bilder zeigen es schon, und wir alle wissen es auch, und ja, die mangelnde Reisefreiheit trug ihren maßgeblichen Teil zum Fall der Mauer bei. Solche Sprüche wie visafrei bis nach Hawaii war einer der Slogans, die immer wieder bei den Demonstrationen skandiert wurden. Und wie Sie sich vorstellen können, fiel nach der Wende das gewerkschaftliche Erholungswesen der DDR wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der jahrzehntelang zuverlässig fließende Urlauberstrom versiegte, denn die ehemaligen DDR-BürgerInnen wandten sich anderen, nun endlich erreichbaren Zielen zu. Und die Lücken wurden auch nicht in erhoffter Weise durch Westtouristinnen kompensiert, da diese andere Qualitätsstandards und Dienstleistungen in der Hotellerie gewohnt waren. Wenngleich der überwiegende Teil dieses Immobilienerbes aus Altbauten bestand, waren es aber vor allem die DDR-zeitlichen Neubauten des FDGB, die die Wahrnehmung der ostdeutschen Ferienregionen prägten. Die ehemals stolz als Aushängeschilder des modernen Sozialstaats präsentierten Vorzeigeobjekte der 70er und 80er Jahre wurden nun zu Sinnbildern einer politischen wie architektonischen Sackgasse. Gleichwohl zeigt die anschließende Entwicklung, dass eigentlich wie generell im Immobilienwesen die Architektur der Objekte eine weitaus geringere Rolle für ihr Fortleben spielte als ihre Lage und ihre Ausstattung, welche wiederum maßgeblichen Einfluss auf das von den jeweiligen Akteuren verfolgte Konzept hatte. In den ostdeutschen Ostseebädern kam es recht bald nach der Wende zu einer Art Goldgräberstimmung. Westdeutsche Investoren erkannten das Potenzial der vernachlässigten Altbauten der Bäderarchitektur und sie sahen hier die Riesenchance, den im Westen größtenteils durch Abriss verlorenen Charme der mondänen Jahrhundertwende Seebäder zu rekonstruieren. In Binz wurden 85% der noch vorhandenen Villen saniert, 15% wurden abgerissen. Und eine neue Boomphase setzte ein, gewissermaßen eine zweite Gründerzeit, die sich der Nachverdichtung widmete. Mehrgeschossige Apartmenthäuser wurden zwischen vor und hinter die Gründerzeitvillen gesetzt, wodurch sich das städtebauliche Profil der Seebäder deutlich veränderte.
Und um das Flair der historischen Seebäder zu wahren, wurden die städtebaulich prominenten Neubauten der 90er und 2000er Jahre meistens historisierend gestaltet. Der Wunsch nach Wiederherstellung vergangenen Flairs machte auch vor dem baulichen Erbe der DDR nicht Halt. Einige FDGB-Bauten wurden in den 1990er Jahren mit Dachaufbauten, Pavillons, Balustraden und vielerlei Zierrat dekoriert. Ziel dieser Maßnahmen an der Ostsee war wohl nicht nur das ungeliebte Plattenbau-Image zu tilgen, sondern auch zugleich den antizipierten ästhetischen Wünschen der Touristinnen entgegenzukommen und die Seebäder auf den ersten Blick als intakte architektonische Gefüge. Es gibt aber auch andere Ansätze, zum Beispiel in der offensiven Umgang mit der Architektur, wo es nicht um Verkleidung geht, sondern hier andersrum eher der Versuch, mit dem grauen Image der Platte zu brechen. Dafür beispielhaft steht dieses Ferienheim in Templin, das von der Ahorn-Gruppe gekauft wurde und als Familienhotel geführt wird. Und die haben dem 2016 hier eine sehr auffällige polychrome Fassadenneugestaltung verpasst, vom Leipziger Künstler Michael Fischer-Art, der, wie das sozusagen selber hier vom Ahornhotel gesagt wird, der sollte die triste Grauheit des schlichten Fassadenbetons durch eine ausdrucksstarke Buntheit ersetzen, bei der Körper und Geist zur Ruhe kommen. Ja, das gibt es aber nicht auch noch anderswo. Hier zwei Beispiele mit ähnlich offensiven Fassaden-Reshapes, aber diesmal einfarbig. Das sind zwei Talsperren-Ferienheime, Zeulenroda und Eibenstock. Das eine davon führt heute den Namenszusatz Blaues Wunder. Übergreifend steht hier natürlich die Aussage, dass für die Hotellerie das Erbe des DDR-Massentourismus nicht prinzipiell ein Problem darstellt, aber sie darf nicht nach Osten ausschauen. Das führt noch zu einem dritten Trend, den ich kurz hier anreißen möchte, nämlich, ich habe das genannt, der Drang zum Dach. Das lässt sich vor allen Dingen im Gebirge beobachten. Hier in Oberwiesenthal wurde der ehemals bewusst gewählte Gegensatz von erzgebirglicher Heimeligkeit des Ortskerns und der umgebenden neuen Tourismusmoderne so weit wie möglich nivelliert. Und zwar nicht etwa durch Abriss und Neubau, sondern durch Umgestaltung. Fast alle Bauten wurden hier umgestaltet in der Form, dass ihnen Dächer aufgesetzt wurde. Walm- oder Satteldächer. Also das ist ein Vorgehen, wie es nicht untypisch ist für den Umgang mit Plattenbauten, aber in dieser geballten Form ist das wirklich eher selten anzutreffen. In Oberwiesenthal ist das sozusagen fast bei jedem Gebäude passiert. Insgesamt klingt das jetzt alles sehr positiv, aber tatsächlich gibt es auch andere Fälle. Deshalb möchte ich noch mal kurz nach Oberhof zurückkehren, das weitaus mehr Probleme hatte, sich den neuen Herausforderungen des marktwirtschaftlich umkämpften Tourismus zu stellen. Und hier hatte man eben das große Problem der Alpenkonkurrenz und der klimawandelbedingt sinkenden Schneesicherheit, weshalb nur noch ein Bruchteil der ehemaligen Massen hier kam, um zu urlauben. Was also tun mit all diesen Bauten? Um hinsichtlich der ungewissen zukünftigen Entwicklung wenigstens die markantesten Zeichen der städtebaulichen Vision von 1969 zu retten, wurden bereits kurz nach der Wende, also 1992, die drei wichtigsten Ferienobjekte der DDR unter Denkmalschutz gestellt. Das ehemals mondäne Panoramahotel sattelte um auf einen auf Kurzurlaub fokussierten Billigtourismus und bei der dazugehörigen Sanierung des Hauses 1993 ging dann die exklusive Ausstattung der Gesellschaftsbereiche verloren. Das Rennsteig, das bekam auch einen neuen Eigentümer und der nahm die Denkmalausweisung zum Anlass, die Wiederbelebung des Hotels zu verweigern, da, wie er sagte, der Denkmalschutz die Anbringung des notwendigen zweiten Fluchtwegs an der Außenfassade verhindere. Und bevor da zu Ende diskutiert werden konnte, erfolgte der Abriss 2002. Dieser ersten Lücke folgend breiteten sich weitere Abrisse in unmittelbarer Umgebung des Rennsteighotels aus. Oberhof wollte Platz schaffen für Investoren, die man mit den Biathlon-Weltmeisterschaften 2004 anzulocken hoffte. Und dem fielen nicht nur DDR-zeitliche Objekte, sondern auch viele Bauten aus dem späten 19. Jahrhundert dann zum Opfer. Und das Ergebnis war eine riesige, ungeordnete Brache inmitten des Oberhofer Zentrums, an der bis heute laboriert wird. Allerdings kann man positiv feststellen, dass sich in den letzten Jahren wieder eine größere Akzeptanz gegenüber dem Erbe der DDR-Zeit gebildet hat. Die Besonderheit der architektonischen Form der erhaltenen Bauten wird mittlerweile wieder geschätzt
und man ist stolz auf seine jungen Denkmale. Und hier mit dem Panorama-Hotel als Landmark des Ortes wird sogar Local Branding betrieben. Dass sich die Anzahl an Ferienheim-Denkmalen in der Zukunft noch maßgeblich erhöhen wird, erscheint trotz der zunehmenden Akzeptanz der Nachkriegsmoderne aber fraglich. Da der Anteil an erhaltener, schützenswerter Originalsubstanz bei diesen Bauten doch sehr gering ist, und das liegt natürlich an der in der Tourismusbranche herrschenden hohen Modernisierungsrate. Das ist ein richtiger Druck, der da entsteht, und das betrifft vor allen Dingen die Innenausstattung, aber auch immer die Fassaden. Das sind bzw. waren sicher nicht alle Ferienheimbauten der DDR potenzielle Denkmalkandidaten, doch ich finde schon, dass in der Arbeit so das ein bisschen rauskommt, dass einige unter ihnen jenseits ihres nur historischen Zeugniswertes auch städtebauliche und architektonische Qualitäten besaßen oder immer noch besitzen, die einer denkmalkundlichen Prüfung durchaus standhalten vermögen. Und mit diesem Abschluss nochmal hier sozusagen das Cover des Buches reingestellt, möchte ich für heute schließen. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, dem sei das ans Herz gelegt. Ich habe versucht, dieses Buch so zu schreiben, auch in Unterstützung mit dem Verlag, dass es eben nicht nur für Fachnerds wie mich lesbar ist, sondern sozusagen auch der Allgemeinheit die Möglichkeit gibt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen und Herrn Marotz. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind uns gewogen geblieben und haben die kurze Pause effektiv genutzt. Vielleicht auch, um uns einen Kommentar bzw. eine Frage in die Kommentarfunktion zu schreiben, denn wir wollen noch ein Stück weit miteinander und eben gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und ich hatte mich beim Lesen des Buches gefragt, ob Sie, liebe Frau Spiegel, denn mal in einem der Häuser, die Sie uns hier vorgestellt haben, übernachtet haben, also sozusagen auch aus der persönlichen Erlebnisperspektive berichten können. Ja, selbstverständlich. Also das war eigentlich auch so mit der Aufhänger, wie ich gekommen bin. Also nicht etwa ein Ferienheim, sondern es war eine Urlaubersiedlung, wo ich seinerzeit, 2011 war das, mit meiner Familie zufällig war, weil wir eingeladen worden waren und ich erstmalig in so einer DDR-Urlaubersiedlung war. Und dann habe ich mich umgeschaut und fand das wahnsinnig interessant. Das war oben am Barkenberg, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, wo so verschiedene betriebliche Bungalow-Anlagen ineinander übergreifen. Und dann fand ich das wahnsinnig interessant und wollte unbedingt mehr wissen. Und dann, nachdem ich eben vorher in meinem Forscherleben hauptsächlich in Italien unterwegs war, das war aber noch sozusagen vor den Kindern, fand ich das eine absolut perfekte, familienfreundliche Forschungszusammenstellung. Weil man immer wieder, man konnte das ja mit im Urlaub machen, man konnte dann die Kinder mitnehmen, da übernachten und sich dann dementsprechend da Gedanken machen. Insofern haben wir das ganz viel gemacht. So, das haben alle mit ausgehalten und fanden es gut. Aber im Panorama-Hotel in Oberhof, was Sie ja uns auch mit vorgestellt haben, waren Sie nicht drin? Doch. Natürlich, selbstverständlich. Da haben Sie mir als Ostdeutschen sogar was voraus. Ja, das mag sein, aber von Weimar ist es natürlich auch nicht so rasend weit in den Thüringer Wald. Heimvorteil, ja. Genau. Ich wollte gerne zum Panorama-Hotel, weil es ja vielleicht der ikonischste Bau, oder aus meiner Sicht ist er das, der DDR-Ferienarchitektur darstellt, ein Stück weit nochmal nachfragen. Sie haben ja gesagt, dass es ein jugoslawischer Architekt in die DDR getragen hat, sage ich mal. Gab es da ein konkretes Vorbild? Also ist es eine Blaupause eines Objektes, was in Jugoslawien schon mal gebaut wurde? Jugoslawien ist ja eines der wenigen östlichen Länder, sage ich mal, der östlichen Hemisphäre, die auch Alpenzugang haben. Hat es dort einen Vergleichsbau gegeben, vielleicht auch in ähnlicher Lage, denn Jugoslawien ist ja eher bekannt für seine Mittelmeerlage, während Oberhof ja als Schneeregion bekannt ist. Ja, also das lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Also es war ein Architektenkollektiv, was da beauftragt worden ist, und das kommt eben nicht von ungefähr, dass das der Kontakt nach Jugoslawien gesucht wurde, weil Jugoslawien in dieser Zeit einfach absolute Avantgarde war, auch also von den osteuropäischen Ländern auf dem Bereich der Architektur und dem Städtebau. Da haben viele, also Tito hat viele der Architekten auch nach Paris zur Ausbildung geschickt, und da sind ganz tolle Dinge auch im Rahmen der Ferienarchitektur entstanden.
einfach auch noch ein bisschen die Expertise und die haben sie sich quasi eingekauft. Und über dieses Kollektiv, Krisimir Martinkovic, ist ganz wenig nur bekannt. Also da fehlt mir selber natürlich auch das Sprachvermögen. Man müsste halt vor Ort in Belgrad dann forschen. Ich habe so ein bisschen über drei Ecken was rausgefunden, aber der selber hat war gar nicht so viel bauen tätig, sondern der war eigentlich Architekturprofessor. Und es heißt immer, es wäre eigentlich ein Sommerentwurf gewesen, also ein Entwurf für ein Sommerhotel und dementsprechend wäre das schlecht adaptiert worden und es hätte öfter eben Probleme gegeben, gerade in diesem harten Schneewinter. Wann war der? 76? Ja, irgendwie der 78, ja, 79 78, genau. Und dann nochmal ein Jahr später. Ja, und da hätte sich das dann eben so stark gezeigt. Also in den Plänen lässt sich das ehrlich gesagt nicht nachweisen, dass das jetzt eine schlechte Blaupause von irgendeinem Vorgängerobjekt gewesen sei, beziehungsweise ist es mir nicht untergekommen. Es kann natürlich sein, aber gefunden habe ich es nicht. Das heißt, es ist ein Solitärbau. Es gibt also keine Blaupause, wie Sie sagen, in Jugoslawien. Nee, das kann ich nicht sagen. Also kann sein, dass es das gibt, aber mir ist es noch nicht untergekommen. Das heißt ja nicht, dass ich alles in extenso so beforscht habe, dass ich das ausschließen kann. So. Okay, das wäre ja die Chance für Band 2 dann vielleicht mal zu schauen, ob es einen Pendant gibt, weil auch viele Kinder, denke ich mal, sich daran erinnern. Also mir ist präsent, dass der Sandmann mal dort eingeschwebt ist über die Skischanze. Die vielen anderen Interpretationen, die Sie uns heute vorgestellt haben, kannte ich ja zum Teil noch gar nicht. Mir war immer diese Skischanze sehr präsent, wie er dort gelandet ist. Und ein Stück weit haben Sie es auch schon angesprochen mit der energetischen Situation. Und auch beantwortet, weil es ja heute noch nach wie vor in Betrieb ist. Also man hat die Probleme, wo Sie sagen, die sind vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Aber man hat das hier. Ja, Jan, also es ist halt sehr stark dem Wind ausgesetzt. Das ist ja bei all diesen Rennsteigbauten, auch das in Finsterbergen, die liegen sehr hoch und da können wirklich ganz andere Temperaturen und auch nochmal Windgeschwindigkeiten entstehen und dementsprechend haben die auch diese lokalen Materialien wie Schiefer und diese Holzverkleidung und so. Also das ist nicht nur, dass man wollte, dass das lokal typisch aussah, sondern das war tatsächlich auch der Versuch, sich den örtlichen Gegebenheiten praktisch zu stellen. Ne, und klar haben wir heute ganz andere Dämmwerte, aber das gilt ja für alle Bauten aus den 60er und 70er Jahren. In dem Fall wird da schon wahrscheinlich immer noch ganz schön viel Energie verbrannt im Winter. Ja, ich wollte gern bei der wirtschaftlichen Frage noch zwei kleine Fragen nachschieben, auch wenn das natürlich nicht in Ihrem Fokus stand, völlig klar. Zum einen, wenn Sie jetzt eh schon öfters in den Häusern waren, kann man da sagen, dass die sich auch tragen werden, jetzt auf Dauer, nachdem sie mal saniert wurden? Oder sind das alles so Objekte, die knapp an der wirtschaftlichen Existenzgrenze, jetzt mal Corona außen vor gelassen, sich entlanghangeln? Das lässt sich wirklich nur von Fall zu Fall beantworten. Ich würde das nicht so schwarz sehen. Also gerade bei diesen ganz großen Objekten, die sind meistens auch von Ketten gekauft worden. Also die Ahorn-Gruppe, die hat etliche dieser großen Objekte nach und nach erworben und die, zumindest war das mein Eindruck aus einem Gespräch heraus auch, haben das ganz gut hinbekommen mit Familienangeboten kombiniert mit Kongress-Tourismus. Ne? Also weil dafür eignen sich diese großen Häuser, dass man da Leute einlädt und sagt, ja, so, hier trifft sich jetzt der und der Verband und für 3 Tage und dann hat man irgendwie die Hütte schon voll. Und das kombiniert mit den Familienangeboten klappt eigentlich ganz gut. Genau, deshalb komme ich auch auf die Frage, weil die Szene der Aufarbeitung der DDR-Geschichte trifft sich normalerweise ohne Corona einmal jährlich im Ringberg-Hotel in Suhl, um über neueste Entwicklungen zu beratschlagen und nutzt eben genau die Tagungs- und Kongressfunktion. Und toi, 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 bisher hat es jetzt in den letzten 10, 15 Jahren geklappt und das Hotel stand doch immer noch, wenn wir jedes Jahr im Januar dort uns getroffen hatten. Ja, und da spielt halt eben, was ich vorhin sagte, Lage, Lage, Lage. Das spielt eine große Rolle im Ringberg. Kleiner Exkurs, letzte Frage zum Thema Wirtschaft. Haben Sie irgendwann mal eine Aufstellung oder einen Zahlenvergleich gefunden, weil Sie haben ja mehrfach gesagt, dass es ein Zuschussbetrieb war. Beim FDGB ist das zweifelsohne so. Sie haben andererseits aber jetzt auch im Vortrag erwähnt, dass es in Bulgarien und Rumänien ganz klar zur Generierung von vor allem Devisen gedacht war, die Ferienarchitektur. In der DDR traf ja beides ein Stück weit zu. Sie haben auch den Switch von Ulbricht zu Honecker beschrieben, also mehr FDGB-Ferienplätze zu generieren.
Gibt es da irgendeine Gesamtbewertung, wie sich das finanziell darstellt, die Bilanz des Reisens in der DDR? Also zum einen die Wiesen einzunehmen über die Interhotels oder Geld einzunehmen und auch sicherlich über die Reisen nach Bulgarien und Rumänien, die sehr teuer waren. Und andererseits den FDGB-Ferienbetrieb zu bezuschussen. Gibt es da irgendeine Gesamtkonstellation? Also ich kann Ihnen da jetzt keine Zahlen nennen, aber der Feriendienst des FDGB, das war ein reines Geschäft. Also damit wurden überhaupt keine Einnahmen gemacht, im Gegenteil. Denn der Urlauber trug ja auch nur 30% der realen Kosten. Ne? Und der Rest wurde sozusagen staatlich finanziert. Und die hatten die ganze Zeit unfassbare Geldprobleme. Und bei jedem Neubau kommt das zustande. Ich hatte dieses Hotel in Friedrichroda gezeigt, oben auf dem Berg. Und da gab es vorher eigentlich schon die Ausgabe, wir bauen nicht mehr an diesen super teuren Standorten, wo wir irgendwie erst eine Straße auf dem Berg bauen müssen. Und wir machen jetzt nur noch hier alles, was irgendwie halb wirtschaftlich, halbwegs vertretbar ist. Und dann haben die jeweiligen Kollektive, der Planer, dann immer wieder Möglichkeiten gefunden, das zu argumentieren, warum das jetzt nur hier oben auf diesem Berg geht und in dieser besonderen Lage, um halt irgendwie noch was Tolles hinzukriegen. Und aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Der war eigentlich immer pleite, muss man sagen. Das ist ja vielleicht dann auch noch eine Aufgabe für die Forschung, mal das unter finanziellen Aspekten zu sehen, weil man immer solitär zum einen über die Generierung von Devisen, man redet ja meistens über die Devisenfrage nur in der DDR spricht, also Stichwort kommerzielle Koordinierung, und zum anderen über die hohen Kosten, Wohnungsbau, Ferien, Dienst, FDGB, aber man selten auf einen Bereich blickt, wo man Einnahmen und Ausgaben auch vielleicht vergleichen kann und vielleicht zu einem ganz interessanten Bild kommt. Ich kenne es selber nicht, würde mich durchaus interessieren, so eine Bilanz mal anzuschauen. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Interhotels nimmt, wo man denken könnte, okay, die generieren Devisen, da war es ja auch so, dass 71 dann erste Amtstat von Honecker oder eine der ersten waren, von drei großen Devisenhotels, nämlich das HO-Hotel Neptun in Warnemünde, dann Panorama und dann noch das Bastei in Dresden, wurde gesagt, so 80% der Kapazitäten gehen jetzt hier an den FDGB-Feriendienst. Und zack, war wieder. Wobei er vorgehalten hat, aber das müssen wir jetzt ja nicht vertiefen, ob es da unter Honecker, ich vermute, dass mal auch nochmal eine Anpassung gegeben hat zugunsten der Devisen, denn die Devisenlage hatte sich ja nicht unbedingt verbessert. Nee. Ich wollte gerne nochmal auf den Aspekt, den Sie selber auch angeschnitten haben, der Denkmalpflege zu sprechen kommen. Sie hatten es ja gerade jetzt im Rahmen der Nachbetrachtung nach 1990 mit erwähnt. Gibt es denn eines der Objekte, die Sie vorgestellt haben, wo Sie sagen würden, da würden Sie jetzt aus Ihrer persönlichen Sicht, Sie sind im Bereich Denkmalpflege tätig, aber nicht in der Denkmalpflege selbst angestellt, gibt es ein Objekt, wo Sie sagen, das möchte ich gern unter Denkmalschutz sehen? Naja, also ich wurde seinerzeit, also vor ein paar Jahren, auch mal sozusagen um Hilfe gebeten aus Mecklenburg-Vorpommern, da ging es eben um dieses Y-Heim in Klink und da war eben die Frage, könnte das ein Denkmal sein, weil das aus der Bevölkerung wird, kann man ja einen Antrag stellen, wenn man das möchte, und da war so ein bisschen Gefahr im Verzug, weil ein neuer Investor wollte es abreißen. Dann haben wir das begutachtet und haben gemeinsam gefunden, ja, es hat einen Denkmalwert, es hat am Ende nichts geholfen, das Gebäude ist abgerissen worden, aber eines, wo ich mir das auf alle Fälle vorstellen könnte, ist eben besagtes Ferienheim in Oberwiesenthal. Weil da eben so ein hoher Prozentsatz der Innenausstattung noch vorhanden ist und das wirklich so eine hohe künstlerische Qualität hat, was dort ist, und da noch so viel eben da ist einfach an Substanz und drumherum auch die Integrität des Denkmals ist quasi noch vorhanden und die Authentizität auch, und da sind wir auch im Gespräch, da gibt es Bestrebungen. Das wäre gerade meine Frage gewesen, vielleicht wäre das ja was wieder für ein weiteres Gutachten zu diesem Standort, aber wenn Sie sagen, Sie sind im Gespräch, dann ist der Weg in Richtung Denkmalschutz ja zumindest erstmal gepflastert, geebnet ein Stück weit. Mal gucken, was dann hinterher bei rauskommt. Es hat sich ja generell der Blick auf die Baukultur der DDR geändert in den Denkmalbehörden. Wenn man nur an den Thälmannpark beispielsweise denkt, wo man sich vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können, dass er mal unter Denkmalschutz stehen wird. Ich würde gerne noch zum letzten Komplex unseres heutigen Abends noch auf das Buch etwas konkreter eingehen wollen. Nämlich, ich halte es jetzt mal hoch, weil wir hatten es vorhin nur unten stehen gehabt. Es ist sehr schwer, sehr gewichtig, nicht nur im Inhalt, sondern auch
vom Papier her. Wie haben Sie zueinander gefunden zum Wasmuth und Zohlen Verlag? Sie haben habilitiert, also eine wissenschaftliche Leistung erbracht, und normalerweise publiziert man die auch, absolut üblich. Wie haben Sie aber zueinander gefunden, ganz im Konkreten? Ja, also eigentlich gibt es, also bei der Promotion gibt es immer die Verpflichtung auch zur Publikation, das gibt es bei der Habilitation nicht, aber trotzdem wollte ich es, hatte ich es von Anfang an vor, weil ich das einfach schön finde, wenn man das, was man jahrelang gemacht hat, dann auch mit jemandem teilen kann und eben auch mit vielen Leuten teilen kann. Und ich war auf der Suche nach einem Verlag, beziehungsweise ging es auch darum, dass man ein bisschen auch einen Druckkostenzuschuss beantragen kann über die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das hatte ich dann glücklicherweise auch genehmigt bekommen. Und bei der Suche, für wen könnte das irgendwie interessant sein, bin ich auf Wasmuth und Zohlen gekommen, interessant finden, und Herr Zohlen hat sich quasi zwei Minuten später, also gefühlt, sagen wir mal, gemeldet und hat gesagt, er fände das super und fände das schön, wenn wir zusammen finden könnten. Und dann hat sich das eine Weile hin und her, weil das immer alles dauert und so weiter. Und dann haben wir letztendlich im 2020, kurz vor Corona, zusammen den Vertrag gemacht, dass wir das machen wollten. Und dann hat sich das lustigerweise gefügt, dass wir das, obwohl wir uns ein einziges Mal live gesehen haben, und auch die Grafikerin, die saß in Buenos Aires, und es ging aber trotzdem alles, und das war eine ganz, ganz angenehme, tolle Zusammenarbeit mit dem Verlag. Das heißt, Sie mussten nochmal nicht neu schreiben, aber doch ein Stück weit Ihre Habilitationsschrift auch auf das Buchformat bringen, beziehungsweise auf das Publikum, das der Verlag sich gewünscht hat. Ganz ehrlich, eigentlich nicht. Nee, also das wurde vom Verlag so befunden, dass das lesbar ist, obwohl es sozusagen ein wissenschaftliches Werk ist. Und das ist aber auch ein Teil meines Anliegens, wenn ich Dinge publiziere, dass ich sie nicht nur für die Wissenschaftscommunity schreibe, sondern das sind Themen, die sind, wie ich finde, für viele interessant. Und deshalb kann man die Dinge auch so ausdrücken, dass sie lesbar sind. So sollte es ja eigentlich im Normalfall sein, und das sollte ja auch für jeden vielleicht auch ein Anreiz sein, wenn man schon diese Arbeit, man schließt sich drei Jahre ein und kommt dann mit einer fertigen Promotion oder Habilitationsschrift raus, dass man sie dann auch in gedruckter Form haben kann, kaufen kann. Kaufen ganz konkret ist auch noch ein schönes Stichwort. Natürlich können Sie das Buch auch in Berlin in den Buchhandlungen kaufen und natürlich auch entsprechend bestellen. Da wir heute Abend ja ohne Publikum sind, können Sie es natürlich heute und hier nicht erwerben, das, was normalerweise bei uns üblich ist. Als letzten Punkt würde mich noch interessieren, ob Sie, wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen philosophiert vorhin, ob es denn diesen Bau noch als Zwilling gibt, des Panorama-Hotels, auf neue Projekte ansprechen. Haben Sie gerade noch was in der Pipeline, was Sie vielleicht schon ein Stück weit herausschauen lassen möchten oder uns ein Stück weit verraten, was Sie in Zukunft in diesem Bereich Baukultur der DDR vorhaben? Ja, jein. Also wir haben derzeit, habe ich gerade ein neues Forschungsprojekt begonnen, gemeinsam mit Bauingenieurskollegen von der Bauhaus-Universität Weimar. Und das ist ein DFG-Projekt zum Thema Raumfachwerke. Und das ist also mehr was, spielt in einem größeren Rahmen von einem Forschungsverbund, der sich mit Fragen von Kulturerbe und Konstruktion beschäftigt. Und wir erforschen gemeinsam, also in so einem Tandemprojekt zwischen Architekturgeschichte, Denkmalpflege und Bauingenieurwesen, diese besonderen Konstruktionen, die schon vor dem Krieg entwickelt worden sind, aber dann eben dieses sogenannte Miro-System, das kennt man wahrscheinlich so von Flugzeughangars, also besteht aus Knoten und Stäben, und damit wurden auf beiden Seiten wieder, also weltweit, ganz interessante Bauten realisiert, und in der DDR hat man eben so an der Patentgrenze entlang ein eigenes System entwickelt, was sehr spannend ist, und daran forschen wir im Moment. Also Ihnen geht der Stoff gewissermaßen nicht aus, beziehungsweise die Themen genau genommen. DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, für die, die nicht im universitären Sektor drin sind, wollen wir da auch gerne mitnehmen. Ja, also Dankeschön nochmal für den tollen Vortrag und für die tolle Diskussion, die wir miteinander führen konnten. Ich wollte die Gelegenheit an der Stelle gerne noch nutzen, auf unsere nächste Veranstaltung hinzuweisen.
nämlich am 26.05. Mittwoch, 18 Uhr, Mittwoch, 26.05. 18 Uhr, wird Dr. Olaf Strauch zum Thema Rheinsberg oder Neubrandenburg, also es geht um die Frage des ersten Kernkraftwerks der DDR, des ersten Atomkraftwerks, im Westen nochmal Atomkraftwerk, im Osten Kernkraftwerk, die wir hier beleuchten wollen. Übrigens auch eine Frage, die für die Denkmalpflege von ganz erheblicher Bedeutung ist. Wir wollen uns aber über den gesamten Aspekt verständigen, also auch über die, die Einbindung in die Energiewirtschaft der DDR. Bleiben Sie uns gewogen. Schalten Sie sich in 14 Tagen gern wieder zu, denn diese Veranstaltung wird auch wieder nur online stattfinden können, hoffentlich als letzte reine Online-Veranstaltung von unserer Seite, letzte im Sinne von, dass wir dann auch wieder in den Präsenzbetrieb übergehen können und natürlich auch unser Museum bald wieder öffnen zu können, sicher spätestens können Sie uns im Juli besuchen, kommen Sie aber gerne auch über Pfingsten vorbei, wo wir öffnen werden. Und schauen Sie sich unsere Dauerausstellung und auch gerne unsere Sonderausstellung, die aktuell noch läuft und die wir auch verlängert haben, über den Palast der Republik an. Ansonsten schönen Dank an uns alle. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und auch Ihnen, die wir sozusagen virtuell über die Kamera ansprechen, für Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.